Hui. Wir müssen da wohl rückwärts rein runterfahren. Auf jeden Fall drehen gerade die Leute vor uns um und da sieht man Scheinwerfer. Da muss man rückwärts runterfahren. What? Und wir haben eine kleine Suite gebucht und das ist. Oh, du hast keine Hose mehr an. Wir haben alles verdeckt. Okay, das ist unser kleines, aber feines Schlafzimmer. Zwei Einzelbetten. Hier die Aussicht nach draußen. Ich habe nur dein Bein kurz gefilmt. So, ein kleines Bad. Wir haben noch Schlafsäcke dabei. Kleines Badezimmer. Also echt süß. Und schauen wir, wie wir schlafen werden. Das ist unser Häuschen. Auf der linken Seite ist unser Zimmer. Das ist unsere kleine Wohnung, die wir haben. Das ist der Balkon. Hier ist unordentlich, aber egal. Mit einer kleinen Küchenzeile. Wir waren gerade noch ein bisschen was einkaufen. War das anders, Paul? Hast du das ausgeräumt, das sind Taschen? Das Eis habe ich hier reingemacht. Achso. Also eine Packung Eis und diese Sachen für 20 Euro ungefähr. Also wir haben es gleich ein bisschen teurer erwartet, wegen Insel und so. Wir sind auf Sardinien, aber ja. Hier ist das Badezimmer und das Schlafzimmer. Also richtig gemütlich. Wir haben jetzt gerade was essen. Das war sehr lecker. Ja, und werden jetzt erstmal ein bisschen runterkommen und ankommen, weil die Fahrt war doch etwas anstrengend mit der Fähre über Nacht und so. Ja, aber es ist richtig schön. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon bemerkt habt, wird es wieder um Urlaub gehen, denn wir sind für eine Woche auf Sardinien und sind gestern Morgen mit der Fähre angekommen. Haben dann gestern nicht mehr so viel gemacht, außer wir waren mittags noch was essen. Waren dann noch zufällig in einem Supermarkt, der hatte irgendwie offen, gestern war Sonntag. Und heute haben wir sehr schön ausgeschlafen. ja, jetzt frühstücken auf dem Balkon und dann, ne, geht's los, der Tag. Wir haben uns eigentlich eine Wanderroute rausgesucht. Aber ich habe auf Komoot vergessen, das runterzuladen für Offline. Hier ist kein Netz. Aber hier sind diese Zeichen. Jetzt laufen wir hier mal entlang. Was ist da? Wasser. Oh, da ist das Meer schon. Da, blau. Paul ist auf Eidechsenjagd. Guck mal, der Baum ist angemalt. Mit was? Ah, diese Punkte. Diese Frucht. Vielleicht isst du sie lieber nicht, das verträgst du sicher nicht. Verträgst du 100%? Hat's auch geraschelt? Wow. Wie laut das ist.
Wir sind hier so einen Wanderweg hoch und sind jetzt noch hier zwischen den Felsen hochgekraxelt. Es ist so schön. Es ist ein Träumchen. Das ist die andere Seite. Schön hier im Harz. Vorbeifahren oder nicht? Wir sind heute am Torre di Bari. Irgendwie so. Wir wollen jetzt mal zu diesem Häuschen da laufen. Ist ein bisschen bewölkt, aber es ist warm bisher. Wir haben eine Picknickdecke dabei, Spiel und ja, mal gucken, wie lange wir hier die Zeit genießen können. Dunkler aus als es ist, aber es ist windig heute. Naja, was ist jetzt hier in dem Turm? Hier haben wir schon mal eine Kanone. Aber der Wind kommt von da. Also hier an dem Turm, dahinter ist noch so ein paar Felsen. Und man sieht hier, es ist gerade kälter geworden vom Wind her. Denn hier auf der linken Seite sieht man ja, es regnet. Irgendwo da hinten. Ne? Und die Wolken ziehen auch so nach da. Aber hier auf der rechten Seite von dem Turm ist Sonnenschein. Und nur so ein bisschen Wölkchen. Deshalb gehen wir jetzt dahin, an den Strand und setzen uns dahin und probieren auch mal, wie kalt das Wasser ist. Oder wie warm. So, ich würde sagen, ich habe Paul abgezogen. Wie fühlen Sie sich mit Ihrem Elend? Wir haben gerade echt Glück hier hinten. Ne? Es ist echt regnerisch. Da waren wir gestern, so um die Ecke ist diese Bucht, wo wir gestern wandern waren. Und hier ist es noch ganz nett. Gerade hat der Wind ein bisschen gedreht, jetzt wird es ein bisschen kühler. Aber gerade eben hatten wir Sonnenschein, war echt schön warm. Mal schauen, wie jetzt der Himmel sich noch verändert. Aber, wie sagt Paul so nett, das Glück ist mit den Dummen. Wir sind heute wieder an einem Strand. Santa Maria Navarese, oder so heißt das hier. Ist ganz schön. Da ist auch wieder ein Turm, da wollen wir hochgehen. Also mal schauen, ob man da diesmal wirklich hochgehen kann und reinkommt. Ich zeige euch gleich mal den Ausblick. Auf diesen Turm möchte, ne? Wir konnten leider doch nicht hochgehen. Die Tür war zu. Das ist ein anderer Turm, den ich meinte, wo man hochgehen kann. Aber irgendwie gefällt es uns hier nicht so dolle. Sieht nicht so schön aus. Deshalb fahren wir jetzt zum nächsten Punkt, den wir uns rausgesucht hatten. Und ich glaube, da ist der Turm, den wir hochgehen können. Dieses San Gimignano. Gimignano. Italienisch. Ist super. Öfter hast du hier Bäume gesehen, die so wie so Bohnen da dran hängen haben. Kennt ihr die? Jetzt sind wir am zweiten Strand angekommen. Und wir wollen gerne zu diesem Türmchen hochlaufen. Ja, mal gucken. Wir sind mal wieder beim Thema Erdkrümmung sehen oder nicht sehen. Ich zeige euch jetzt mal den Ausblick, den wir haben. Und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr eine Erdkrümmung seht oder nicht. Krümmung. Er, Paul, sieht eine. Wir sitzen hier, sehr schön, in einem Café. Ich stelle jetzt mal hier ab. Schau mal, wenn ich hier meine Linie anlege, ja, dann ist die Schnur gerade.
Straßen sind wir hochgefahren. Es war eine aufregende Fahrt, wenn man das so sagen kann. So gingen die Straßen hoch, mindestens. Die waren so schmal. Mindestens. Maximum. Wir sind jetzt hier bei einer Grotte. Wir haben uns da eine Tour gebucht. Die kann man nicht alleine besichtigen. Das ist so eine Höhle, Tropfsteinhöhle oder einfach eine Grotte? Ich weiß es nicht genau. Ja, Tropfsteinhöhle auch. Ja. Also, wir sind mal gespannt. Es ist heute recht bedeckt, deshalb dachten wir, da macht es auch nichts, wenn wir unter der Erde sind. Deshalb machen wir das. Und heute ist unser vorletzter Tag. Oder, also morgen ist Abreise, deshalb vorletzter. Habt ihr schon mal so große Olivenbäume gesehen? Das sind ja richtige Bäume und nicht nur so kleine Bäumchen. Gehen wir aus dem Weg. Ich glaube, das ist auch eine Olivenbäume. Auf jeden Fall blühen die so wie Olivenbäume. Das ist schon krass. Navi hat uns hier über so Schotterwege geführt zu den Wasserfällen. Aber es ist eine spektakuläre Aussicht. Mal schauen, ob wir den Wasserfall auch noch finden. Schaut mal hier. Hey! Hier hängen schicke Feigen. Kannst du die gleich nach, wenn wir die mitnehmen? Ich glaube nicht. Wenn die noch nicht ganz entwickelt sind. Aber die sehen schon recht groß aus, nicht so wie die im Ort. Also irgendwie war das ein Satz mit X. Hier sind keine Wasserfälle. Wir sind jetzt hier so 10, 20 Minuten entlang gelaufen mit Google Maps und wir sind auch schon am Wasserfall vorbeigelaufen. Es war so eine Wand mit Steinen. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wir sind falsch. Aber ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt keinen Bock mehr. Wir fahren jetzt zurück und essen was. Wir haben Hunger. Das ist ärgerlich. Und jetzt müssen wir aber wieder über diese Schotterstraße, um zu einer richtigen Straße zurückzukommen. Das wird auch aufregend. Aber zum Glück fährt Paul. Ich habe zu doll Schiss, das Auto kaputt zu machen. Ja. Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht. Du machst das schon, Pauli. Sehr gut. Sie. So laut Google Maps ist das hier der Wasserfall oder Apple Maps. Schön, oder? Hört ihr das Rauschen? Toll. Wir haben gerade ausgecheckt aus unserem Airbnb und haben jetzt aber bis heute Abend noch Zeit, weil da erst die Fähre geht in Olbia. Und wir sind gestern an so ein Gartencenter vorbeigefahren und da schlendern wir gerade durch. Und mal gucken, ob es irgendwas Schönes gibt, was vielleicht auch bei uns heimisch wächst, also bei unseren Temperaturen zu Hause wächst. Aber es sieht sehr schön aus. Ich liebe Pflanzen. Meint ihr, Mango würde bei uns zu Hause wachsen? Hier sind kleine Mangos. Ups. Die blühen. Und es sind Strelitzien.
Hier blühen sie sogar in der Natur. Im Garten sind da stecken immer nur so Plastikblüten drin. Das sind Strelitzien. Diese hier. Oh. Die hat man auch mal im Schlafzimmer, die ist gestorben. Gestern bei der Höhle waren auch so Rosmarinbüsche vorne dran in dem Gelände. Da habe ich zu Paul gesagt, oh, ich hätte gerne einen Rosmarinbusch so als Andenken an Italien. Und dann habe ich gesagt, wir kochen ja gar nichts mit Rosmarin, meinte er. Ja, wir kochen nicht mit Rosmarin, weil wir kein Rosmarin zu Hause haben. Wir haben noch getrockneten Rosmarin zu Hause. Aber er sagt, wenn wir die Pflanze haben, dann kochen wir damit. Also mal gucken. Vielleicht nehmen wir hier so ein kleines Rosmarinbüschchen mit. Das wäre natürlich ein süßes Andenken an den Urlaub. Vor allem, wenn es dann weiter wächst und nicht stirbt. Oh. Also dafür, dass es heute kalt sein soll und regnerisch, ist es, glaube ich, 20 Grad und schwül. Nett? 15 Grad, sagt die Uhr. 15? Ich gehe gleich ein in meinem Pullover. Wir haben eine richtig schöne Ausbeute. Ein Basilico Rosso, ein Thym, also ich denke Thymian. Drei Rosmarine, eins für uns und eins als Einzugsgeschenk für Pauls Schwester und noch eins für Pauls Eltern. Und noch Töpfe. Guck mal hier. Ja, okay. Guck mal hier. Und cool. Das muss ich euch zu Hause in voller Gänze sagen. Das sind so vier Ringe und das eine ist einfach der Untersetzer dazu. Die haben das richtig schön gemacht, finde ich. Ja. Und so zwei kleine Töpfchen für die Babypflänzchen zu Hause. Ja. Und das Ganze für 70 Euro. Ja. Also geht. Hey, ich rede gerade. Und es riecht richtig lecker, was ist? Work smarter, not harder. Oh. Der hat dann Laubbläser hinten ans Auto gemacht und pustet es an der Seite weg. Nicht schlecht. Die Italiener sind klug. Hübsches Video von der Landschaft machen, nicht von dir. Ich hab gedacht, du machst ein Bild. Kann ich jetzt nochmal machen, wenn du magst. Wir haben noch ein bisschen Zeit, vor die Fähre fährt und sind jetzt noch an die Costa Smeralda, also an die Smaragdküste gefahren. Oder an einen Teil davon. Ja, und sind jetzt hier nochmal am Meer. Leider scheint die Sonne halt nicht. Ich glaube, dann wäre das nochmal von den Farben her richtig schön türkis, das Wasser. Jetzt sieht man es nur so ein bisschen da hinten. Aber ist echt nett hier. Aber es tröpfelt leicht, also. Aber ein schöner Abschluss. Und wir sind wieder auf der Autofähre. Es geht nach Hause.